Hallo, heute möchte ich dir ja gerne mal meine Swaps zeigen, die ich in Seebetal ertauscht habe oder auch zum Tausch angeboten habe. Diese kleinen Kleidchen waren meine Tauschobjekte. Kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich habe sie alle in verschiedenen Farben gemacht, mit verschiedenen Prägungen. Und sie sind, glaube ich, auch ganz gut angekommen. Gut, dann zeige ich jetzt mal das, was ich alles an Schätzen mitgebracht habe. Hier ist eine herbstliche Dreiecksverpackung. Ist leider zugeklebt und ich bin niemand, der gerne was kaputt macht. Darum lasse ich das jetzt mal so. So sehe ich leider bloß auch nicht, von wem es ist. Ein kleiner Tannenbaum, auch eine Dreiecksverpackung. Aber halt anders. Aber die kann man aufmachen. Kommt ein Name. Na, gut versteckt. Von Nina Kreativ. Noch eine schöne Verpackung mit dem Tannenbaum. Von Manuela Nilitas. Eine kleine süße Eule. Auch eine tolle Idee. Von Petra Nils. Hier ist wieder was, wo ich mir die Finger beibrechen würde. Bin ja nicht so die Faltkönigin. Ach, da steht der Name. Von Stempelmami.de. Rilana. Auch süß gemacht. Ein kleines Monster. Unser Treffen war ja noch vor Halloween, da passte das ja. Das ist von Fantastics. Noch eine kleine süße Verpackung. Wenn man da gerne rankommt. Mein Mann wird sich wieder über die ganzen Süßigkeiten freuen. Ramona Bliss. Noch eine Halloween-Verpackung von Iris Hiller Schädler. Mit einem Luftballon. Und sogar mit Namen drauf. Das ist ja eine witzige Idee. Noch eine weihnachtliche Verpackung mit einer kleinen Rittersport. Die da aber sehr drin festklebt. Von Sabine Mischke. Und noch eine kleine Verpackung mit dem Transparentpapier. Oh, ein Teelicht. Und von Astrid Hüsen. Noch mal so eine Verpackung, die hatten wir eben schon mal mit weihnachtlichem Papier. Ein Küsschen von Viola Günzel. Ein kleines Täschchen. Da muss man das, glaube ich, aufmachen. Wawas.
ein kleiner Anhänger. Leider kein Name dran. Eine herbstliche Karte. Nee, Post-it-Halter. Von Anna Franke. Was für eine Arbeit. Eine süße Verpackung von Ute Charlton. Alles ausgeschnitten und aufgeklebt. Tolle Idee. Auch eine kleine Verpackung. Das ist von meiner Downline von Birte. Da oben geht's auf. Mit einem Tee. Grüße von Nikolaus. Ach, das ist mit unserem neuen Stanz- und Falzboard gemacht, die Verpackung. Von Susanne Röschke. Hier haben wir einen Keks mit dem Keksstempel von Andrea Wichmann. Noch ein kleines Kärtchen von Christine von Appen. Ohne Block. Hier ist noch eine hübsche Verpackung mit der tollen Schleife aus dem Herbst-Winter-Katalog. Auch mit Tee von Christina Kustas. Oh, der duftet. Auch eine witzige Idee. Ein kleines Spiegelei in einem Kronkorken. Von Nicola Krepper. Ein Anhänger. Von Daniela Poschmann. Eine tolle Karte. Von Ilka Specht. Also noch eine Karte zu Halloween. Ich hätte das mal schon letzte Woche aufnehmen sollen, das Video, und nicht erst jetzt. Von Gabriela Hinz. Eine Weihnachtskarte Kreation von Stamping Zauber Ines Baumann und nochmal der Weihnachtsmann, da sieht man mal, wie unterschiedlich der wirken kann, von Birgit Faden. Das finde ich auch ganz toll. Da hatte ich auch schon eine Karte gemacht mit dem Murmelhintergrund von Beate Wilking-Kirchstein. Eine tolle Idee, die Hintergründe so mal zu gestalten. Hier haben wir noch so eine Dreiecksverpackung von Anja Schulz. Ein kleines Schoko-Aufbewahrungskästchen von niemandem, kein Name dran. Noch eine kleine Verpackung verpackt. Von Monique. Auch eine schöne Verpackungsidee. Und es hatte noch jemand die Idee mit dem Kleidchen?
ein bisschen anders wie meins. Von Assis Bastel Leiste. So lese ich das. Ein Körbchen von Annette Haxen. Noch so eine kleine Verpackung. Auch eine witzige Idee. Springt das halt auf. Von Handmade bei Nina Bartel. Ich hoffe, ich spreche den Namen immer richtig aus. Auch schön. Huch, jetzt ist runtergefallen. Der Inhalt. Eine Tempotaschentücherverpackung. Von meiner Downline Sabine Victoria. Das ist auch wieder sowas, wo ich mir die Finger brechen würde. Aber auch eine süße Idee. Von Anke Gerken. Das ist die Downline von meiner Downline Katrin. Einmal ein mit Streichhölzern dabei, damit nichts schief gehen kann. Von Silke Bührmann. Hello. Von Maike Reimann, das ist meine Downline. Und Katrin hat auch sich in meinen Augen die Finger gebrochen. Sie hat wieder so eine tolle Verpackung gemacht. Das ist auch meine Downline. Ich meine, es war von Katrin. Genau. Katrin. Wirklich tolle Verpackung. Dann haben wir auf unseren Tischen auch kleine Begrüßungen stehen. Gewerkelt haben wir auch. Einmal so eine Verpackung, die wir mit dem Falzbord gemacht haben. Und das ist ja alles hier. So eine Karte haben wir auch gemacht, das ist ja auch mit den neuen Framelits-Formen. Und so eine Karte haben wir auch noch gemacht. Oh, jetzt habe ich hier was untergewühlt, das wollte ich extra zum Schluss nochmal zeigen, weil ich das so toll fand. Ich muss mal eben wühlen. Ja, jetzt habe ich's. Davon war ich total begeistert. Von diesem Tannenbaum. Wahrscheinlich kennen den schon viele, ich kannte ihn nicht. Und Jutta Claire hat uns das auch gezeigt, wie der gemacht wird. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Ich habe zwar noch nicht diese große Stanzformen für die Big Short, aber es geht auch mit kleineren. Wird er halt ein bisschen kleiner. Oder mit einer runden Stanzform geht es genauso. Ich kann dir jetzt mal eben zeigen, wie das geht. Ganz einfach. Also, man stanzt sich einen Kreis aus. Faltet den einen Teil nach oben, aber nicht ganz, so dass ein bisschen Rand stehen bleibt. Die andere Hälfte nach unten und die Hälfte nach hinten. Und schon ist der Tannenbaum fertig. Bisschen Abstandspad dazwischen und schon hat man eine tolle Verzierung für eine Karte, für ein Geschenk, egal was. Und es geht ratzfatz. Gut, das waren jetzt so meine Schätze, die ich alle aus Silvetal mitgebracht habe. Ich möchte mich noch recht herzlich bei Irene und Nicole bedanken, die das wieder organisiert haben. Und es war wirklich wieder absolut toll.
Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.